So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Unboxing der neuen Resident Crate UK Box. Und das ist das allererste Unboxing seit der Geburt von Jonas. Jonas Habanero Hess, liebevoll genannt. Ich wieder mal im Schlafzimmer. Der liegt irgendwie da drüben, da hinten in der Ecke. Der schläft wie eine Eins. Das ist super genial. Ich habe wieder das T-Shirt an von der letzten Resident Crate UK Box. Das ist das hier. Das sieht aus irgendwie wie ein Rammstein-T-Shirt, oder? Dieser Blick, diese Augen. Sieht aus wie Till Lindemann. Gleichzeitig habe ich keine Hose an, aber das ist erstmal Nebensache, denn normalerweise habe ich ja im Badezimmer gefilmt mit grünen Fliesen, jetzt gibt es keine grünen Fliesen mehr, der neue Running Gag ist einfach, dass ich keine Hose anhabe. Das ist aber gerade spontan entstanden, weil es hier immer so warm ist, dass ich den ganzen Tag nur mit Unterhose rumrenne. Für das Video habe ich mir jetzt extra aber das T-Shirt angezogen. Das ist die zweite Resident Crate UK Box, die an die neue Adresse geliefert wurde. Die möchte ich jetzt aufmachen. Letztes Mal ohne Jonas, diesmal mit Jonas. Adi ist im Flur, damit er nicht stört. Wir machen das mal auf. Ich weiß nicht, was drin ist. Und sehe als allererstes hier ein Autogramm von Leon Slater. Wer ist das? Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Der guckt auf jeden Fall, als hätte er gerade Samyang's Three Spicy probiert und sagt sich selber, boah, die sind aber scharf. Ich glaube, ich kaufe mir gleich noch eine Packung. Leon Slater oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, kenne ich nicht, noch nie gesehen. Ist bestimmt was von AEW. Dann haben wir hier, kann ich euch auch wieder nicht sagen, wer das ist. Der ist aber eindeutig von AEW, das sehe ich. Das sieht richtig hochwertig und genial aus mit Unterschrift. Es glänzt alles, guckt euch das an, die fiese Fresse. Jonas, hör nicht zu, was ich sage. Den legt man zur Seite auch. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich habe letztens, als ich die Adresse geändert habe, konnte ich meine Wrestle Crate UK Punkte, Bonuspunkte, die ich gesammelt habe, einlösen für verschiedene Dinge, dass ich gratis Autogramme dazu bekomme und andere Dinge. Deswegen sind da jetzt so viele Autogramme mit drin. Hier haben wir noch einen, den ich auch wieder nicht kenne. Wer ist das? Kann mir jemand sagen, wer das ist und wo der ist? Was macht der da? Das ist Ohrenautogramm, was hier mit drin ist. Der sieht doch nett aus, oder? Ein bisschen wie Karrion Kross, aber eigentlich auch ganz anders. Dann haben wir hier DVDs. Bei den DVDs habe ich mir auch irgendwas ausgesucht. Bin jetzt schon total gespannt, weil hier ist einmal Best of Jeff Hardy. Ich glaube nicht, dass das hier normal drin war. Das muss auch über die Bonuspunkte gekommen sein. Best of Jeff Hardy, die Early Years. Das ist bestimmt sehr interessant für Jeff Hardy Fans und generell andere Leute. Da ist sogar der Rastaman dabei. Und Ricky Banderas, also Namen, die du noch nie gehört hast. Ich weiß nicht, welche Ligen das sind. Das Cover sieht cool aus, die DVD sieht cool aus. Ist bestimmt auch mega cool. Best of Jeff Hardy, the Early Years. Und dann hier Circle of Gangrene. Die war, glaube ich, auch auswählbar als Bonus-DVD von den Bonuspunkten, die man damit bezahlen kann. 200.000 Samsec Deathmatch. Das klingt schon mal brutal. Das heißt, da ist ein Reißzwecken-Match auch mit dabei. Wer ist Gangrene? Was ist Circle of? Ich habe keine Ahnung. Detroit, 22. Juli, Mittwoch. Auch eine grüne DVD, also eine richtige Bonus-DVD-Box. Dann haben wir hier, in der nächsten Box sind zwei exklusive Autogramme von FTR, die ihr auch kennt, von AEW, auch von AEW. Dann steht auch, was alles in dieser Box ist. Das heißt, das müssen wir uns gleich angucken, was wir alles wiedererkennen. Hier haben wir ein War Horse Gitarrenclip. Also es gibt ja so Plättchen, wenn man Gitarre spielt, so ein Plättchen, so ein Plastikding, damit man da die Saiten besser zupfen kann. Das ist so ein Plättchen von War Horse. Von dem war auch schon mal ein, ich glaube, ein T-Shirt drin, ein Poster, irgendwas. Können wir euch auch hier zeigen. Hier haben wir nochmal was anderes. Consume Obi Sleep. This is irgendwas good. Submit no sword. So, Standard und Chase Glows. Da gibt es also ein Obi, ein Gehorche Pin, den ihr euch an Rucksack machen könnt oder an Cabby oder irgendwas.
Obi. Keine Ahnung, wir haben ein T-Shirt letztens auch gehabt, irgendwas mit Obi. Zu wem das gehört, weiß ich nicht. Hier ist jetzt ein T-Shirt drin, das packe ich erstmal zur Seite. Dann haben wir hier noch einen Monat lang gratis Wrestling Streaming on Demand. Enjoy 1 month of UWA Elite Network. Ich weiß nicht, was UWA Elite ist. Hier ist Brawl, 30 Mann, Dingsbums Match dabei. Hier ist Last Breath, hier ist Aggression, hier ist Goldrush, irgendwas. Enter den Promocode WrestleCrate 2023 auf der Seite uwaelitenetwork.pivotshare.com. Und dann kannst du da ganz viele Wrestling-Shows von irgendwelchen Leuten, die kein Mensch kennt, dir angucken und bestaunen, was da alles so abgeht. Hier sitzt noch so eine Rolle drin. Die Rolle sagt mir, dass da wohl ein Poster drin ist. Mindestens eins. Da könnt ihr hier auch so durchgucken. Das sieht auch gut aus. Ihr könnt auch mal hier so runter gucken. Tu mal das mal hier raus. Da ist noch eins drin. Da ist noch eins drin. Noch eins und noch eins. Gucken wir uns mal die Postersammlung an. Wir haben ein Poster von Shawn Michaels. Das ist Shawn Michaels gezeichnet in einem Comic-Look. Das kannst du so gar nicht angucken. Also, der hat hier da den Gürtel über die Schulter. Hier guckt er irgendwie so drauf. Hier ist er in seiner bekannten Pose, wo er halt so feiert und macht. Da streckt er die Arme nochmal in die Höhe. Shawn Michaels gezeichnetes Cartoon-Poster. Sieht aber auf jeden Fall nett aus. Ist ein Hingucker. Stell mal hier rüber. Nehm mal das andere. Das andere ist nicht eins. Das sind trotzdem immer noch zwei. Oh, das sieht nicht so schön aus. Das ist nicht gezeichnet. Das ist Sasha Banks. Da freuen sich die Sasha Banks-Fans. Das ist schön bunt. Das sieht aus wie ein Zirkusplakat. Da steht extra Sasha hinten drauf. Da ist sie. Sieht aus wie ein Werwolf und hat Brüste. Da freuen sich also die Männer. Das heißt, ich nicht. Ich, keine Ahnung. Guck, ob jetzt noch, ich glaube, es sind noch zwei Poster sogar. Oh, das ist was für ein Isbo. Ein Isbo sein Liebling. Wer weiß, was ein Isbo sein Liebling ist? Natürlich Edge. Guck dir den Edge an. Das ist Edge, ein Edge-Poster, der böse, aggressive, bekloppte Edge. Das muss ich ihm mal zeigen. Ich habe auch irgendwo ein Stone Cold Steve Austin-Poster mal dabei gehabt, wo er sich auch gefreut hat und gesagt, was ist denn das? Das ist ja cool. Und hier kenne ich nicht, gefällt mir aber persönlich am besten. Hat zwar hier so einen komischen pinken, rosanen, lilanen Look, aber da sind Werwölfe drauf am Vollmond mit Wrestling-Masken. Das sieht alles ein bisschen horrormäßig aus, aber auch wieder cartoonmäßig. Und da steht La Noche del Terror. Lee Cos Jim comienza un nuevo horror. Und hier ist auch, hier unten ist ein normaler Wrestler mit einer Maske, der guckt ganz erschrocken und wird von den Werwolf-Wrestlern angesteckt, infiziert, wie auch immer. Super geniales Design, oder? Ah, das ist ein gutes Poster. Das gefällt mir. Jetzt haben wir aber noch das T-Shirt übrig. Ihr seht heute also richtig lange Folge durch die ganzen extra Sachen. Gucken, ob ihr erkennt, wer das auf dem T-Shirt ist. Machen das mal hier auf. Zeigen das mal kurz. Das ist das T-Shirt, was in der heutigen Box drin ist. Ist das wieder so ein Till Lindemann oder was? Hier steht, ist das eine Karte? McGuinness. Und hier auch McGuinness mit einem Herz. Einem M, einem Herz. McGuinness, wer ist McGuinness? Das ist auf jeden Fall so rum und so rum. Also sieht aus halt wie eine Spielkarte. Das Design von einer Spielkarte, McGuinness, ich kenne nur Guinness zum Trinken, aber schönes schwarzes T-Shirt, großer Brustdruck, das passt, das Design, auch wenn man die Person nicht kennt, gefällt mir trotzdem auch wieder mal. Jetzt guckt man noch mal kurz hier rein, was da alles jetzt dabei war. Ein Ricky Starks Autogramm, damit wir das besser zuordnen können. Ricky Starks. Ricky Starks ist dann also der hier gewesen. Das ist Ricky Starks, wer den kennt. Dann ein Nigel McGuinness T-Shirt. Das haben wir euch gerade gezeigt. Nigel McGuinness.
Leon Slater Autograph ist also das hier. Leon Slater. Warhorse Gitter Plektrum und ein Manns of Uber Elite Network. Was wir hier nicht drin haben, ist Max the Impaler Buddy, Beer Hug Label Pin und Inside the Ropes Magazine Nummer 33. Brauche ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich will ja immer nur das T-Shirt. Hab zu dem T-Shirt noch ein paar Autogramme jetzt hier bekommen. Ein paar Poster, ein paar DVDs. Ich bin zufrieden. Coole Box. Ich habe das aber jetzt abbestellt. Das heißt, solange wie die bezahlt ist für das Jahr, kommt die noch. Dann gibt es keine Zahlung mehr und dann kommt das wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht bestelle ich es mir aber nochmal, weil ich die T-Shirts ja eigentlich cool finde. Aber irgendwie 12 T-Shirts im Jahr reichen ja auch, wenn man eins immer einen Monat anzieht und dann wegwirft. Nee, keine Ahnung. Wie findet ihr die Box? Schreibt's mal rein, seid ihr Wrestling-Fans. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.